So Freunde, wie versprochen, heute das Video zu i5R, also unserer wiederaufladbaren i5T. Die i5T kennt ihr ja, ist eine kleine EDC-Leuchte, sehr beliebt bei uns. Und ja, jetzt gibt es die auch noch aufladbar, das heißt nichts anderes, als dass ihr einen Akku dazu bekommt. Habt ihr hier 1420 mAh bei 2,4 Volt, bringt nochmal ein bisschen mehr Leistung. Und ihr habt auch direkt einen Anschluss für USB-C. Da könnt ihr dann den Akku aufladen und spart euch so die Einwegbatterien. Stelle ich euch jetzt kurz vor, wird ein kleines, kurzes, knackiges Video. Ich war auch noch mal nachts draußen für euch mit der Lampe, da sich die Leistung ein bisschen gesteigert hat durch den Akku. Und das schauen wir uns jetzt an. Also viel Spaß dabei und am Ende könnt ihr natürlich noch eine gewinnen. Die neue i5R EOS ist die aufladbare Variante unserer beliebten i5T EOS. Das geschwungene Design bleibt hierbei gleich, allerdings sind die Leistungsdaten jetzt etwas besser. Dazu gleich mehr. Die Bedienung bleibt immer noch einfach, halbes Durchdrücken für den leichten Modus und volles Durchdrücken für die volle Leistung. Hinter der Tailcap befindet sich auch der neue 14500er Akku mit integrierter USB-C Schnittstelle und LED, also ideal als leistungsstarker Daily Driver ohne Einwegbatterien. Nichtsdestotrotz könnt ihr die i5R auch mit einer normalen Batterie oder Akkus betreiben, dann allerdings mit schwächerer Leistung. Die Leistung ist hier mit dem mitgelieferten Akku nochmal um 50 Lumen gestiegen und die LED leistet hier jetzt 350 Lumen Maximalleistung. Was mir schon an der i5T gut gefallen hat, ist der bidirektionale Pocket Clip, mit dem ihr die i5R ganz einfach an einer Kappe als Kopflampe nutzen könnt. Aber gehen wir mal ins Dunkle damit. Hier übrigens an meiner Kappe fixiert und im Wechsel zwischen 15 Lumen und den maximalen 350 Lumen. Selbstverständlich ist auch die i5R mit dem IPX8 Standard ausgestattet und Wasser und Stürze sind kein Problem. So Freunde, die neue i5R kurz und knackig mal vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, der ein oder andere kann damit was anfangen. Jetzt könnt ihr noch eine i5R gewinnen. Schreibt mir dazu bitte einfach unten in die Kommentare, für was das R bei der i5R steht. Und bitte euer Feedback zur Lampe. Was haltet ihr von der i5R? Benötigt ihr es? Wird sich das Upgrade für die i5T-Nutzer lohnen oder eher doch nicht? Und ja, schreibt es doch mal unten in die Kommentare, lasst auf jeden Fall auch einen Like da, Abo nicht vergessen, teilt die Videos von uns, wenn ihr Lust habt, folgt uns auch auf Instagram und Facebook und dann wünsche ich weiterhin noch viel Spaß beim Sale, er läuft ja schon sehr gut und die meisten Modelle sind auch schon ausverkauft, ihr seid schon ziemlich verrückt, muss man dazu sagen, aber Hauptsache ihr habt Spaß. Also, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao.